Zahnfarbene FA1-Viertelungen sind eine beliebte und ästhetisch ansprechende Option. FA1-Viertel eher die Behandlung von Karies und anderen Zahnproblemen. Im Vergleich zu herkömmlichen Amalgam-FA1-Viertelungen bieten zahnfarbene FA1-Viertelungen eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Wahl FA1-Viertel eher viele Patienten machen. In diesem Video werden wir die verschiedenen Vorteile von zahnfarbenen FA1-Viertelungen genauer untersuchen. Zahnfarbene FA1-Viertelungen, auch als Composite-FA1-Viertelungen bezeichnet, bestehen aus einem Material, das auf den natter-einviertelrigen Farbton der ZANI abgestimmt werden kann. Dies bedeutet, dass die FA1-Viertelungen nahezu unsichtbar sind und sich nahtlos in das Gesamtbild des Gebisses einver-einviertel gehen. Im Gegensatz dazu sind Amalgam-FA1-Viertelungen silberfarben und Karnin im Mund sichtbar sein, was FA1-Viertel eher viele Patienten als unattraktiv empfunden wird. Ein weiterer Vorteil von zahnfarbenen FA1-Viertelungen ist ihre Haltbarkeit. Obwohl sie in der Regel etwas teurer sind als Amalgam-FA1-Viertelungen, haben zahnfarbene FA1-Viertelungen eine lange Lebensdauer und Karnin viele Jahre halten, wenn sie ordnungsgemäß gepflegt werden. Dies bedeutet, dass Patienten seltener einen Ersatz der FA1-Viertelung benötigen und somit langfristig Zeit und Geld sparen können. Zahnfarbene FA1-Viertelungen sind nicht nur ästhetisch ansprechend und langlebig, sondern auch schonend FA1-Viertel eher den Zahn. Bei der Platzierung von zahnfarbenen FA1-Viertelungen muss weniger gesunde Zahnsubstanz entfernt werden als bei der Platzierung von Amalgam-FA1-Viertelungen. Dies bedeutet, dass der Zahnarzt weniger gesunden Zahn entfernen muss, um die FA1-Viertelung zu platzieren, was die langfristige Integrität des Zahns bewahrt. Ein weiterer wichtiger Vorteil von zahnfarbenen FA1-Viertelungen ist, dass sie weniger empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren als Amalgam-FA1-Viertelungen. Dies bedeutet, dass Patienten mit zahnfarbenen FA1-Viertelungen weniger anfällig FA1-Viertel-Empfindlichkeiten gegen A1-Viertel-BER-Haiien oder kalten Getra-Enkin sind. Darüber A1-Viertel-BER hinaus FA1-Vierteln sich zahnfarbene FA1-Viertelungen natter-einviertelricher im Mund an und kann in das Kaugefa-Einviertelheil weniger beeinträchtigen als Amalgam-FA1-Viertelungen. Zahnfarbene FA1-Viertelungen sind auch eine gute Option FA1-Viertel-Personen, die allergisch gegen Amalgam sind. Da zahnfarbene FA1-Viertelungen frei von Quecksilber und anderen potenziell schädlichen Metallen sind, sind sie eine sichere und wirksame Alternative FA1-Viertel-Patienten mit Allergien oder Empfindlichkeiten gegen A1-Viertel-BER herkömmlichen FA1-Viertelungsmaterialien. Zusammenfassend bieten zahnfarbene FA1-Viertelungen eine Vielzahl von Vorteilen FA1-Viertel-Patienten, darunter ästhetische Vorteile, Haltbarkeit, Schonung des Zahnes, Temperaturbeständigkeit und Allergieverträglichkeit. Wenn Sie auf der Suche nach einer hochwertigen und langlebigen Lassung FA1-Viertel eher die Behandlung von Karies oder anderen Zahnproblemen sind, sollten Sie die Vorteile von zahnfarbenen FA1-Viertelungen in Betracht ziehen. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1-Viertel-BER Ihre Möglichkeiten und finden Sie die beste Lassung FA1-Viertel-R Ihre individuellen BEDA-Einviertelöffnisse.